Damen und Herren, vor der Mittagspause kommen wir noch mal zu einem wirklich sehr ernsthaften Thema. Nach dem Krankenhausreport der AOK sterben in jedem Jahr bis zu 18.800 Menschen in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen aufgrund von Behandlungsfehlern. Durch Fehlmedikamentation soll nach einer Studie der Uni Wittenherdecke bis zu 58.000 Menschen im Jahr ihr Leben verlieren. Und dann gibt es noch die Fälle, wo Menschen schlicht und ergreifend ermordet werden. Niedersachsen ist insoweit durch die Mordserie des Nils Högels besonders betroffen. Aufgrund dieser Mordserie hat dieser Landtag einen Sonderausschuss zur Stärkung der Patientensicherheit eingesetzt. In seinem Abschlussbericht formuliert der Ausschuss ganz klare Empfehlungen. So soll die Todesfeststellung und die äußere Leichenschau entkoppelt werden. Die Leichenschau soll durch entsprechend qualifizierte Ärzte vorgenommen werden, die nicht in dem betreffenden Krankenhaus arbeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Landtag hat unter anderem mit einer Änderung des Bestattungsgesetzes nur zum kleinen Teil auf diese Empfehlungen reagiert. Die FDP-Fraktion möchte an dieser Stelle aber nicht stehen bleiben. Die bisher vorgenommenen Änderungen an den Strukturen in den Krankenhäusern und den Vorschriften zur Durchführung von Leichenschauen reichen jedenfalls nicht aus. Wir schlagen daher vor, verbindlich zu regeln, wer eine qualifizierte Leichenschau vornehmen darf und wie sie durchzuführen ist. Sie soll durch spezielle Experten erfolgen, welche den Leichnam spätestens 24 Stunden nach Eintritt des Todes untersuchen. Nur innerhalb dieses Zeitraums macht eine zweite Untersuchung überhaupt nur noch Sinn. Kernstück der Untersuchung ist eine Plausibilitätsprüfung der Umstände des entsprechenden Sterbefalls. Sie umfasst die Diagnose, die vergebenen Medikamente, Komplikationen und die Überlegung, ob der Todesfall unter diesen Umständen zu erwarten war oder eben nicht. Und wenn nicht, dann ist die Staatsanwaltschaft zu informieren. Diese Begutachtung soll durch einen Leichenschaudienst vorgenommen werden. Insoweit ist das Projekt im Krankenhaus Delmenhorst, was bereits seit 2 Jahren läuft, von hohem Interesse und kann hier als Vorbild dienen. Meine Damen und Herren, uns ist bewusst, dass diese Neuerungen eine große Umwälzung des gesamten Systems bedeuten. Aus diesem Grund haben wir diesen Antrag ganz bewusst zunächst auf die Krankenhäuser und die Altenheime beschränkt. In diesen Einrichtungen sind besonders viele hilflose Menschen. Die Neuerungen sind also an dieser Stelle ganz besonders wichtig. Wenn dort ein entsprechendes System implementiert werden konnte, kann es auf den ambulanten Bereich entsprechend ausgedehnt werden. Meine Damen und Herren, es ist sicher eine der wichtigsten Aufgaben des Staates, das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dazu gehört es auch, intensiv aufzuklären, wenn die Umstände des Todes eines Bürgers mindestens zweifelhaft sind. Es ist daher an der Zeit, sich auf den zugegeben langen und schwierigen Weg der Professionalisierung einer ärztlichen Leichenschau zu machen. Vielen Dank.